Und du bastelst da drin rum? Du bastelst da drin rum. Sehr gut. Dienstleistung ist halt ein bisschen gering. Mach noch's. Keine Pupsorte brauche ich gerade. Danke. Was ich bräuchte, ist Sklavenabwicklungseinrichtung. Nee, eine Wirtschaftszone würde mir sogar bringen. Was bringen? Ich meine, ich mache Mad Money, aber mehr auch nicht unbedingt. So, immerhin sind hier fast alle meine Jobs so ziemlich erfüllt. Das könnte ich jetzt noch Kristalle draus oder hier machen lassen. Metallurgen habe ich nicht, ne? Nope. Das heißt, ich brauche noch die Mineralveredelungsanlage, sondern was ich bräuchte. Forschungslabore wären eigentlich interessant. Aber was brauche ich? Hierfür brauche ich Kristalle, ne? Warte, was war das nochmal dafür für Kristalle? Luxus, Mineralveredelung, Polizeiwaren, Produktions, Ressourcensilos, Roboter, synthetische Kristallanlagen brauche ich noch. Ist halt kacke, dass das nur einen Job liefert. Ich wünsch, es würde mehr geben. Dann kriege ich da einen raus und dann würde ich sogar noch hier ein Ressourcensilo draufsetzen. Ach guck mal, damit kriege ich auch Beamte. Mit den Ressourcensilos. Cool. Cool. So, haben wir was fertig erforscht. Paradieskuppel. Ja, nehme ich. Bis 100 Monate. Eieiei. Fortschrittliche Schilde. Techniker. Output verbessern, ja. Habe ich hier eigentlich? Warte. Zweigstellen. Auf Turix kann ich was basteln. Wo ist Turix? Ach, das gehört sogar euch. Ich bräuchte... Ist das mein... Ja, den Unterhalt müsste ich ja zahlen. Habe ich Kristalle? Ich hätte ein Kristall. Was bräuchte ich denn am meisten? Nahrung könnte ich gebrauchen, aber ist jetzt, glaube ich, nicht so schlimm. Geld brauche ich halt relativ wenig. Warte, ich kann das Wirtschaftsforum hier einfach drauf basteln, warum nicht? Bildungskampagne, Recyclingkampagne und... habe ich nicht hier Forschungsgelder da? Anderes, was ich jetzt nochmal machen möchte. Ich werde jetzt auch gleich den Stream sogar schon beenden. Unter Kontakte gehen wollen, die Kurator-Enklave andrehen. Hallo! Was wir noch nicht wissen. Ach Gott, den lasse ich immer wieder. Gut, bei allem, was sie geändert haben, alles, was sie viel schöner gemacht haben und sowas, haben sie diese eine Sache nicht geändert. Und das finde ich super, die Kurator-Enklave. So, könnt ihr über unsere Forschung. Wir hätten diese Dienstleistung gerne gekauft. Was gucke ich dann? Weiß ich nicht. Eine Stream-Aufzeichnung von mir? So, und wollte ich jetzt nochmal... Gott damit, ich bin auch gerade vom Kopf ein bisschen... Nein, nicht Situationsprotokoll, Kontakte. So, dahin. Was wisst du über das L-Tor? Wie die anderen Städtoren daraus sind sie älter als die ältesten stagnierenden Vormachtstellungen. Aber wir sind sicher, dass ihr das schon herausgefunden habt. Warum sie anders sind, wohin sie führen. Wir haben uns dazu entschieden, nicht so tief in diese besonderen Geheimnisse einzutauchen. Ein mehrmals gebranntes Kind bleibt außer Sichtweite des Feuers. Dennoch sind wir bereit, einige neuere Entdeckungen zu teilen, die vielleicht damit zusammenhängen. Okay, so viel Energiekredits habe ich nicht. Gut, dass wir das geklärt haben. Nun denn, auf Wiedersehen. Hunose. das sind meine Schiffswerfen, das sind meine... Achso, ich kann hier noch ein Dingsens ranpatschen. Wo hängst du gerade? In Gurhur. Da mache ich ein Weltraumhandelsunternehmen dran. Nee, warte, ein Ressourcensilo. Die brauche ich gerade sogar wirklich. Special Inquiry concluded. Hervorragend. Und wo sind meine Militärflotten? Ihr beiden. Okay, dann geht einfach mal Gesichts zuerst rein.
in Pleturi. Töten wir, was auch immer sich da drin befindet. Das klingt auch nach einem guten Plan. Wie schaut es gerade mit meiner Forschung aus? Da. Nein. Ich verklicke mich ständig. 139, genau. Neuer Megabauwerk aus Metall. Ich glaube, ich muss halt lebendes Metall erforscht haben, dass ich Megabauwerke haben kann. Ich bin mir unsicher. Ich behaupte das jetzt einfach an dieser Stelle. Aber es dauert halt ewig. So. Du kannst hier einen Tag mal nehmen. Kannst du bitte anzoomen? So. Bergbaustation, danke. Construction finalized. Und dann noch hier bitte noch eine Bergbaustation basteln. Jetzt kann ich immerhin 16.000 halten. Du bist ein Handelsknoten, dich kann ich verbessern. Oh. Oh, ich bin doof. Okay, ich bin doof. Ich hab vergessen, dass wir nicht mehr im gleichen System zusammen chillen. Das heißt, die prügeln sich da gerade mit etwas, was essentiell über deren Firepower liegt. 4, 3, 2, 1, bup. Ich zieh die da mal kurz raus, bevor die komplette Flotte vernichtet wird. Upsi! Da habe ich mal nicht aufgepasst. Aber wir waren in... Ach, das stimmt, da war ja eine Gaia-Welt. Nichts, was ich brauche. Achso, nicht richtig. Ich wollte mal unter Lasse gucken können. Ich kann die Netze benutzen, von der Informationsquarantäne, Erforschung der Sterne, brauche ich nicht mehr. Land der Möglichkeiten ist, glaube ich, auch uninteressant. Sensorreichweite plus 1, Unterlichtgeschwindigkeit plus. Ich finde es cool, dass ich hier mit diesen Sondermaterialien hier noch Kram. Ich habe halt so viele exotische Gase hier. Holla, die Waldfee. War alles so geplant, muss man da sagen. Ja, alles geplant. Wo ist es? Forschungsunternehmen. Ach so, mit dir kriege ich eine Paradieskuppel, ne? Ich ersetze dich, Pikachu, mit einem Forschungslabor. Ein paar Wohnungen wegbasteln. So. Die können gerade eh nicht arbeiten, dann kann ich auch ruhig ein paar Wohnungen entfernen. Warum nicht? So, wir sind meine... Warte, ich kann die Zweigstellen auch wieder jetzt zumachen. Bup. Die sind wieder da. Irgendjemand hat Frieden geschlossen. Shazar Corps mit Theocracy of bla bla bla. Frieden geschlossen. Yay! Frieden. Geht jetzt beide in das Gebiet und danach, meine Freunde, danach begeben wir uns nochmal nach Pleturi. Ohne, dass wir jetzt Blödsinn basteln. Das wäre doch eine kluge Idee. Bin ich für. Ich kann dich eigentlich auch auflösen lassen, ja. Upp, tschüss. Transmission incoming. Discourse anticipated. Föderationseinladung. Theocracy of Yaros Prime. Hassen die mich nicht? Ach ne, die lieben mich. Sie lieben mich. Ho, 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 ho. Dann möchte ich keinen Wirtschaftspakt mit euch haben, Bitches. Nein, danke. Ich möchte kein Bündnis haben mit euch. Jetzt mal gucken. Kann ich hier irgendwo... Oh, 23.8. Oh, das kostet Zeug. Ja, aber gib ihm. So, nein, ich... Was? Wo ist der Planet? Da, Yaros Prime. Gib mir mehr Forschung.
privates Forschungsunternehmen und als zweites hätte ich ganz gerne ein Wirtschaftsforum. So, ich könnte hier eine Xe- Aber ich habe keine Kristalle dafür, ne? Oh, doch, habe ich. Ja, dann. 10, 1,5, 1,4, 3,2. Gut, dann richte ich da noch eine ein. Construction complete. So, das bedeutet, ich will, was ich eigentlich nur will, ist einfach die privaten Forschungsunternehmen. Damit ich meinen Forschungswert irgendwie doch so minimal verbessere. Weil der ist halt wirklich kacke, glaube ich. Ding ist, ich bin mir nie sicher, ob der gut ist oder nicht. Du hast halt nie so einen guten Wert, an den du dich orientieren kannst. So, oh, Forschungswert von 7 zu diesem Zeitpunkt. So. Let's go, Bitches, Runde 2. Wo ist eigentlich mein Forschungsschiff? Wo auch immer du gerade bist, ich kann den Namen deines Gebiets nicht mehr aussprechen. Was willst du? Ach, da willst du rumchillen? Nee, chill mal dahin. Hier hin. So. Achso, ich weiß, was du chillen willst. Nachvollziehbar. Ich habe dich dazu aufgefordert auch. Ich werde hier im Plitori übrigens die letzte Sternbasis bauen, die ich basteln kann. Ach, das sind die Kristallwesen, die ich hier noch rumfliegen habe. Tja, verdient. Könnt ihr bitte noch den letzten Typen angreifen? Okay, dann los. Die so, ach nee, jetzt nicht heute unbedingt. Vielleicht morgen. Frag mich doch in der Woche nochmal. Nee, jetzt töten! Töten! Dich kann ich nicht verbessern übrigens. So. Ihr beide dürft nach Hause gehen, wo auch immer euer Zuhause ist. Und du, mein Forschungsschiff. System erkunden, natürliches Wurmloch erkunden. Verbesserte Forschungskomplexe. Die brauchen nämlich, genau, die brauchen Pupsigas. Deswegen wollte ich jetzt gerade Pupsigas haben. Gut. Ich werde das System hier übrigens noch nicht befreien, weil das hat halt einfach 10.000 Stärke oder so und das tut doch ein bisschen weh. Okay. Wisst ihr noch, als ich gesagt habe, ich... Oh, shit. Oh, shit, Quadrat. Als ich gesagt habe, ey! Ich will, dass dieser schwarze Blob da bleibt. Tja, die Iski-Horde möchte das nicht. Überraschenderweise ist das nicht gut für mich. Ich könnte jetzt einfach mein Zukunfts-Ich darauf ansetzen, um ehrlich zu sein, und sagen, kümmer du dich mal darum. Achso, theoretisch kann ich jetzt mal gucken. Das sind die Nah Wildlings. Nee, ich kann es nicht sehen. Ah, Mist. Ich dachte gerade, ich kann vielleicht sehen. Jesus Christ, die haben aber auch richtig ordentlich reingehauen hier in die Welt. Ich habe gehofft, dass ich sehen kann, was deren Aufbau ist. Im Sinne von, nutzen die eher Laser oder nutzen sie vielleicht doch eher was anderes? Gut, Verteidigungsplattform. Ich nutze mal einfach Punktverteidigung. Plax. Ich behaupte mal einfach, dass die Hangar und sowas benutzen. Und dann 2 Röntgenlaser und 2 Railguns. 4-4, düpp. Dazu einmal eine Reihe Schilde und eine Reihe Plastik-Stahlpanzerung. Und wegen meiner regeneratives Rumpfgewehr und Hilfsfeuerkontrolle, ne? Wird eine Feuerschuss, genau. So, eine automatische Verbesserung des Designs, bitte. Paramount. Ich nenne dich EA, weil du ein DLC bist, quasi. Nein. So, glaube ich. Mach mir doch Sorge, dass die Nah-Wildlings hier, ne? Ich verbessere nochmal den Sternhafen, sodass ich wenigstens weiß, dass ich den ein bisschen buffen möchte.
dazu, dass er Schaden macht und so weiter. Kann ich dein Volk mir mal angucken? Erfinderisch. Erfinderisch ist, glaube ich, sogar gut für mich. Akzeptanz, Herzlichhaltung, Meinung. Ja, komm. Hast du auch, haben wir halt auch Sklaven von deinem Volk, warum nicht? Warum nicht? Wenn er schon so lieb fragt. So, warum bist du eigentlich nicht aufgefüllt? Piratengesicht. Ach Gottdammit, ich geb dir gleich Piraten in dein Gesicht. So, chill mal darunter. Kümmer dich um die Piraten. Lass das deine Aufgabe sein. So, die Gunhur-Station ist halt einfach 3000, ne, hat eine 3000er Stärke. Flottenkampfstatistik. Plünderschiff gegen Außenposten. Vielleicht sollte ich den Außenposten mal irgendwie verbessern oder sowas. Construction complete. So, gib mir mal Besatzungsquartiere, dann eine Schiffswerft. Und... ich glaube, ich gehe hier wirklich dann für Geschützbatterien und so ein Kram. Und dann Verteidigungsplattform. Research Center Lost. Wir haben hier doch noch diesen internationalen Markt, ne? Boom. Ich liebe es immer, das kaputt zu machen. 4, 5, 6. So, dann haben wir, ne, bauen wir ein paar EA-Verteidigungsplattformen. Nachdem die Besatzungsquartiere fertig sind. Großkhan steht Niederlage gegen. Trotz seines militärischen Genies stand Rema, der Großkhan von Iski, Hort im Welderam-System einer Niederlage gegenüber. Als die Armada, die er befiehlt, im Kampf gegen Nader Whitelings verloren ging, flüchteten die engsten Offiziere des Großkhans und flohen mit einem kleinen Shuttle in den Hyperraum. Selbst jetzt noch ist Rema damit beschäftigt, eine neue Armada zu sammeln, um seine Eroberung fortzusetzen. Aber dieser Sieg hat denjenigen, die sich dem unerbittlichen Fortschritt vom Iski Horde entgegengesetzt, eine dringende benötigte Verschnaufpause gebracht. Oh! Das ist sogar cool, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, das ist sehr interessant. Wobei die Theocracy und ich stehen uns Buddy-Buddy gegenüber, also stört mich das nicht. Ja, das kann übrigens auch passieren. Also, es gibt sogar ein Achievement dafür, dass man den Khan besiegt. So, hier mal ganz kurz Forschung unterstützen. Ja, dass man den Khan also komplett tötet. Das Ding ist, dafür müsste man ihn mehrfach hintereinander besiegen. Oh, was wir jetzt hier gerade nicht machen, / können. Der zieht sich jetzt nämlich zurück. Der nimmt Strapo. Der ist mich eh. Okay, integriert die. Warte. Achso, das ist dieses Mini-Ding da, ja. Die könnt ihr wegen meiner integrieren. Ich glaube, man muss ihn 2 oder 3 Mal töten. Also sein Schiff besiegen, ne, und dann ist er quasi komplett tot. Oder aber, wie gesagt, man wartet einfach ein paar Jahre, bis er eine Männergrippe bekommt und daran stirbt. Das ist natürlich der männlichere Weg, auf die Grippe warten. Ne, versteht sich. So, Piratenstation wurde vernichtet. Nice. Dann geh du mal wieder nach Hause. Also das ist jetzt dein neues Zuhause. Und das Konstruktionsschiff kümmert sich dann hier mal bitte darum, dass alles wieder hübsch ist. Und in dem System, dass ich da eine Station habe. Gut, jetzt habe ich da auch eine Schiffswerft. Achso, jemand möchte Handelsangebote. Ach, die geben mir einfach Credits. Easy. Warum gebt ihr mir jetzt Credits einfach so? Okay. Ich meine, beschweren tue ich mich jetzt nicht, ne? Versteht sich. Aber das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Dafür kaufe ich mir einfach mal BAM! Noch mehr Stuff. Vielleicht, weil ich halt so viele von seinen Einwohnern bei mir habe.
Wie schaut's hier aus? Ich habe arbeitslose Leute. Stimmt, dich kann ich jetzt nochmal upgraden. Weil ich jetzt 80 Stück hier auf dem Planeten habe. Das geht eigentlich alles. Ne, ich brauche halt so viele Kristalle. Das ist schon ein bisschen gemein. Ein zweiter Sturm kommt. Hier spricht Großandrima von Iskior. Meine Niederlage gegen Nahweitling zwar ein kleiner Rückschlag. Nicht mehr. Die Nahe sind tapfere Krieger und würdige Gegner, aber auch sie werden fallen. Meine neue Armada wurde zusammengestellt und nichts wird den Verlauf der Geschichte stoppen können. Schwört mir jetzt die Treue, solange ihr noch könnt. Frag mich morgen nochmal. Ich verbessere mal. So, weil. Gut, der braucht das jetzt nicht unbedingt. Aber ich verbessere auf Kiltano Prime mal einen davon und baue hier ein Forschungslabor. Warum nicht, nämlich? So, das sind Luxusresidenzen, die ich verbessern könnte. Ich brauche aber nicht mehr Wohnungen haben auf diesem Planeten, so viel ist sicher. Gut. First Navy Cluster. Ah, da ist die Iski heute wieder am Rumdümpeln. Gut, 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 Knut. Ich würde aber jetzt diese Situation nutzen wollen, um den Stream an dieser Stelle zu beenden. So, ne, speichern wir mal ganz kurz. Letztes Mal hieß, ich bin schon groß und vier, das ist jetzt, ich bin schon vier und groß. Okay, scharfes S darf ich nicht benutzen. Haben wir das gelernt? So, dann einmal Spiel verlassen. Ja. Und einmal hier aufs Streamende gehen. Tada. Dann möchte ich mich an dieser Stelle nochmal bei allen bedanken, die dabei gewesen sind.